Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 13 unserer Karriere mit RB Leipzig. Ihr seht, die Uhrzeit ist jetzt noch mal ein bisschen fortgeschritten als beim letzten Spiel. Und vielleicht denkt sich der ein oder andere, what the fuck, wir waren doch bei 17 Uhr und jetzt ist es 18:35 Uhr. Wie geht das? Und warum wurden uns Bilder hier am Anfang eingeblendet? Ganz einfach. Ich wollte ganz normal das Pokalspiel aufnehmen, auf einmal ist Fraps abgestürzt. Ich natürlich aus dem Pokalspiel raus, probiert Fraps neu zu starten, damit er wenigstens noch aufnimmt. Was war? Fraps hat mir immer irgendeinen DirectX-Fehler angezeigt und das ging einfach nicht aufzunehmen. Dann war irgendwie die Funktion, ich bin mir sicher, Origin konnte mal Screenshots. Ich glaube, es war die F9-Taste bei mir, konnte Origin Screenshots. Selbst das habe ich nicht mehr hingekriegt. Ich musste über Alt drucken, Screenshots machen, die in GIMP einfügen und extra da hampeln. Und ich weiß, es ging früher ganz easy mit Origin. Also keine Ahnung, was da wieder die Technikseuche war, aber es ist einfach fürchterlich. Andererseits, ihr habt es gesehen, wir haben das Spiel 2-0 gewonnen. Einige Spieler haben sich gut gemacht. Vidal ist jetzt auf einer 77. Rojo hat ganz gut gespielt. Ja, Eihan hat getroffen, Note 1,0 ist auch nicht so schlecht gewesen. Ja, das war's, glaube ich. Ansonsten war das Spiel eigentlich Müll. Also es war richtig schlecht, auch wenn Schulten jetzt auch auf einer 78 ist, aber Flachodimos bleibt erstmal unser Stammkeeper. Und ansonsten, Kalou, lassen wir mal draußen. Rojo gefällt mir da eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Madridi bleibt auch erstmal draußen. Lallana bleibt natürlich draußen. Hoffmann wurde eingewechselt. Der hat katastrophale Flanken geschlagen. Preet für Rafinha eingewechselt, der das 2-0 gemacht hat und direkt danach verletzt war. Aber er fehlt nur 4 Tage in Anführungszeichen. Das ist noch verkraftbar. Da können wir noch auf Rafinha bauen und hoffen, dass er sich in Zukunft nicht mehr so oft verletzt. Ja, entschuldigt das leider. Ihr sagt jetzt, ja, aber ich glaube, am meisten leide ich drunter, wenn mir da ein schöner Part flöten geht und ich so sehen muss, dass ich den dann nachproduzieren kann irgendwie und noch immer im Voraus einen mehr produzieren muss, als eigentlich nötig wäre. Könnt ihr nachrechnen, ich erzähle keinen Scheiß. Ist halt so, wenn man in der Vorproduktion steckt und dann ein Part ausfällt, weil die Technik rumspinnt, hängt man da. Gut, jetzt habe ich dadurch das Spiel verloren und den Nachbericht als Part verloren. Das hier ist jetzt so ein Teil vom Nachbericht, aber halt nicht ganz. Also kann man sagen, anderthalb Folgen sind mir flöten gegangen. Und flöten gegangen ist auch dem VfL Wolfsburg der Arnold. Dafür kommt Danilo zu Wolfsburg. Kann man mal so machen. Unser Ex-Spieler Reed wechselt zu ManU. Steinmann haben wir an Hertha verkauft. Jetzt habt ihr Mario Basler zu Erzgebirge Aue als Trainer. Okay. Wir bleiben mal bei den 8 Millionen für Januzaj. Mal gucken, was passiert. 15 für Douglas Costa wird, glaube ich, nichts. Stoppen wir mal auf 17,5 auf als letztes Angebot. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt eh hier der letzte Part, denn die Bundesliga wollte ich nicht nochmal mitmachen. Günther, verkauf mal mehr, wenn wirklich die 15 Millionen kommen. Jetzt bitte nicht nochmal abstürzen. Dangu kommt gut zurecht. Genauso wie Flachodimus, aber das war zu erwarten. Shaqiri kommt gut zurecht, das ist wunderbar. Rojo kommt gut klar, sehr schön. Unsere Neueinkäufe finden gut rein, das ist gut. Und damit war es das auch. Nicht abgestürzt, prima. Jugendspieler entdeckt. Ja, den kann man mitnehmen. Der gefällt mir. Ablöseverhandlung für Koray Günther gescheitert. Damit bleibt er erstmal bei uns. Das ist nicht dramatisch. Auch wenn wir ihn jetzt nicht wirklich brauchen. Aber es kommt, kann immer ganz schnell anders kommen und dann brauchen wir ihn doch. Also abwarten. So, er lernt mal ein bisschen Torriecher. Ganz schön torgefährlich, der Kerl. Shaqiri hat sein Trainingsziel erreicht, kann demzufolge eins weiter aufrücken, lernt jetzt mal Ecken, damit wir da bessere Ecken schlagen. Rojo hat sein Trainingsziel erreicht, sogar 3 Stück direkt. Ich sag ja, der Kerl, der wird schnell stärker, das ist wichtig. 71 und 71, hier haben wir eine 72.
Fernschüsse ist erstmal wichtiger als Dribbling. Ein Innenverteidiger braucht jetzt nicht gerade Dribbling. Wäre mir neu. Wir simulieren jetzt mal bis zum Samstag. Wie gesagt, das Bundesligaspiel mache ich jetzt nicht. Dann ist das jetzt nur noch eine kurze Folge, aber dann ist das so. Ja, 13,5 für Günther waren einfach zu wenig. Wenn ich 15 will, dann will ich 15, ihr Lappen. Braucht doch keinen Zeitungsartikel machen, um mir Druck zu geben. Es ist einfach zu wenig. Ihr Jugendspieler Metzler befindet sich in Verhandlungen mit Bremen. Alter, leck mich. Dann geh da halt hin, wenn du willst. Meine Fresse, du musst doch sehen, dass es hier eine bessere Perspektive gibt. Aber jeder Vollidiot im Verein verhandelt mit anderen. Wenn ihr die Pläne nicht abwarten könnt, die ich mit euch hab, nächste Saison, dann habt ihr halt Pech gehabt. So. So einfach ist das. Mal sehen, was mit Douglas, aber wohl, den ersten Spieltag würde ich schon ganz gerne machen. Aber nee, lass mal noch offen, dann könnt ihr vielleicht noch Kommentare machen, dann kann ich da vielleicht drauf eingehen, obwohl ich glaube eher nicht. 17,5 sagen wir einfach ja, auch wenn das viel Geld ist, aber Douglas Costa ist es, glaube ich, wert. Dann hätte man wirklich eine perfekte Flügelzange, Alter, mit Douglas Costa und Tello und Shaqiri auf der Bank oder Douglas Costa auf der Bank, je nachdem, wie sich Shaqiri jetzt entwickelt. Ist ja schon auf einer 77, glaube ich. Ablöseverhandlung für Fabio gescheitert. Na gut. Champions League Gruppenphase Auslosung. Wir im Top 3. Das heißt also, wir kriegen wirklich schwierige Gegner. Eine Hammergruppe wahrscheinlich. Chelsea, Valencia, Shamrock Rovers. Müssten wir eigentlich schaffen, irgendwie auf Platz 2 zu kommen. Valencia müsste packbar sein. Nicht pockbar, sondern packbar. Und wir haben auch bald wieder ein Spiel mit den Deutschen. Nein. Nein. Rafinha noch angeschlagen. Tja, Leute. Weiter geht's bis zum Samstag. Sollen die Jugendspieler halt gehen, meine Fresse. Werben wir uns halt von anderen Vereinen auch wieder welche ab. So scheint der Lauf der Dinge zu sein. Dann gehen wir hier bei Janosai auf 7,5. Wenn es scheitert, scheitert's. Wenn nicht, haben wir Glück gehabt und holen einen super Spieler. Und hier bei Douglas Costa auf 16,5. Hier ist zu wenig. Das ist zu wenig. 11 Millionen. So, wir sind realistisch gesehen auf Platz 4 in der Stärke-Tabelle. Jetzt wollen wir mal den Fanartikelverkauf anleiern. Das Ganze ein bisschen schneller. Douglas Costa kommt nicht. Okay. Ja gut, dann holen wir uns halt den guten Janosai. Auch wenn der nicht ganz so stark ist. Und er in der zweiten Mannschaft dann zum Einsatz käme, denke ich. So, wir gehen mal segeln. Ansonsten einen Tag noch vorsimulieren. Ja, wird jetzt eine kurze Aufnahme, aber ist halt so, ist ja auch draußen hier jetzt um 18 Uhr, was haben wir, 30, 45, irgendwie sowas. Schon langsam dunkel, von daher, da machen Aufnahmen, finde ich, für so einen Fußballmanager nicht mehr ganz so viel Spaß. Den muss man tatsächlich im Hellen aufnehmen. Kann auch sein, dass ich wieder ein bisschen komisch bin, aber ich finde das irgendwie im Hellen ein bisschen besser. Im Dunkeln ist auch die Beleuchtung hier immer so anstrengend. So, Rafinha ist angeschlagen, würde ich sagen. Bringen wir erstmal Bred und schonen Rafinha noch. Zudem, gut, das bleibt unverändert. Ja, bleibt unverändert. Lacazette auf jeden Fall auch im Sturm. Hat zwar im Pokal nicht getroffen, aber auch gute Ansätze gezeigt. Wobei, wie gesagt, das Spiel war ein bisschen komisch. Keine Ahnung, was da los war. Wahrscheinlich durch die Technikprobleme hat sich da irgendwas noch... Ich habe keine Ahnung. Wir gucken einfach jetzt mal.
Ob wir nicht vielleicht doch noch einen überragenden Flügelspieler kriegen oder irgendwas, was überragend ist. Einfach, dass uns nochmal so richtig nach vorne pusht. Ja, über 270 Spieler gefunden. Wahnsinn. Also wir kriegen mittlerweile auch ganz gut Spieler. Benteke könnten wir uns auch holen, aber ich glaube, im Sturm sind wir jetzt echt gut ausgebucht. Es sei denn, hier machen wir irgendein Schnäppchen. Ich gehe mal durch, aber ich glaube es nicht, dass wir hier noch ein Schnäppchen irgendwo machen. Bei allen, die interessant sind, Rodriguez, da haben wir ja gesagt, soll der Kollege mal anfragen. Unser Engländer. Der Sean Quartz war es, glaube ich. Oder nee, Lallana. Luis Adriano, noch bei Shakhtar. Ansonsten ist hier kein interessanter Stürmer dabei. Keiner, der Sinn macht, auf jeden Fall. Hier braucht man nichts. Sind zwar auch ein paar solide Namen, nennen wir es mal so, dabei, aber gut. Nichts, das uns jetzt nach vorne bringt. Kagawa. Auf den Außen. Aber da kommt er auch nicht wirklich zurecht. Könnte auch jetzt im zentralen Mittelfeld spielen. Die Position haben wir jetzt ja endlich mal besetzt. Unser erstes Spielsystem, wo wir auch mit ZM spielen. Aber trotzdem, Carrasco wäre noch so ein geiler Typ. Aber der wird auch nicht günstig. El Shaarawy, weiß ich nicht. Der hat irgendwie, hängt der auch so ein bisschen in seiner Entwicklung. Mané, an dem waren wir ja schon mal dran. Aber der ist auch nicht günstiger geworden. Wie gesagt, ich würde hier nur einen Spieler holen, wenn der sich gerade anbietet vom Preis her. Wenn der billiger ist, als sein Marktwert eigentlich wäre. Munjain wird bestimmt auch nicht günstig zu haben sein, obwohl der eine festgeschriebene Ablöseklausel hat. Salah, damit möchte ich dem guten Shaqiri nicht den Weg verbauen. Aubameyang macht auch keinen Sinn. Da panisch der Konkurrenz wegkaufen, das ist sinnlos, das brauchen wir auch nicht. So schlimm steht es ja um uns nicht. Sergio Roberto, der ist doch, glaube ich, Spielmacher, oder? Der ist Spielmacher, der könnte Sinn machen. Wenn der nicht so teuer wäre, könnte das ein sinniger Transfer sein. Aber er ist recht... Ja gut, 15 Millionen könnte man den kriegen. Ich probiere einfach mal. Mal gucken, wenn noch was Besseres kommt, dann machen wir das lieber. Aber ansonsten würde ich gerne den nehmen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Spielmacher, denn dank meinem Fail mit Rafinha, der kein Spielmacher ist, sind wir da ein bisschen, ja, unterbesetzt. Prat haben wir zwar noch, das belgische Talent, aber ob der so richtig in die Füße, in die Pött kommt, weiß man nicht. Deswegen würde ich da, gut, im defensiven Mittelfeld haben wir drei super Spieler, Vidal, Matuidi und Khedira, da braucht man nun absolut gar nichts, aber hier sind auch, wie gesagt, hier so ein Knoche-Innenverteidiger dabei, die eventuell günstig sein könnten, deswegen gucke ich hier trotzdem mal rein. Aber war nur Knoche. So einen deutschen Innenverteidiger würde ich mir tatsächlich noch holen. Aber wie gesagt, hier muss der Preis stimmen. Dragovic ist natürlich auch nicht schlecht, aber Preis stimmt nicht. Mustafi mag ich persönlich überhaupt nicht, aber wenn der Preis stimmt, kriegt man den für 12,5. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Mika Richards macht eigentlich keinen Sinn, ne? Papadopoulos, das wäre natürlich nicht so schlecht. Halte ich für einen der unterschätztesten Verteidiger in der Bundesliga. Brooks natürlich. Wäre nicht so schlecht, aber Hertha will da natürlich ordentlich Geld, kann man verstehen. Höhen bei Freiburg, die sind auch nicht auf unser Geld angewiesen. Wolscheid Kongolo, Riesentalent, aber leider auch ein bisschen teuer. Douglas, DD, Aziz, Garay, Bugetti, nee. Das machte nicht viel Sinn.
Linker Verteidiger haben wir mehr als genug Potenzial. Da braucht man keinen. Aber wie gesagt, trotzdem mal zur Sicherheit gucken, wenn sich ein richtiges Schnäppchen anbietet, dann sollte man da zuschlagen, auch wenn man da gerade schon gut besetzt ist. Es kann nämlich schnell mal gehen, gerade wenn wir, wie wir, recht erfolgreich unterwegs sind, dann sind die Spieler schnell mal weggekauft. Weggekauft klingt auch irgendwie ein bisschen komisch, aber müsste eigentlich grammatikalisch richtig sein. Wie gesagt, draußen ist schon dunkel, es ist hier schwierig, mich zu sammeln. Montoya könnte man quasi für 20 kaufen, aber das sehe ich nicht ein. Da braucht man keinen, das sehe ich nicht ein, da braucht man keinen. Baumann ist günstig zu haben, aber 10 Millionen, um einen Ersatztorwart zu haben, nee, danke. Lass mal bei Sergio Roberto, ich glaube, das ist gut genug. Und dann guck mal hier, dass die Jugend hier noch ein bisschen stärker wird. Die sind ja schon sehr gut dabei. 60, gut, hier ist jetzt große Lücke. Aber ist ja auch ausgebildet von einem anderen Verein. Deswegen haben die da diese extremen Lücken drin. Keiner. So, Kilian. Auch ein Rechtsaußen. Der macht sich auch sehr gut. Eihahn übernimmt das mal. Und Schulten erreicht auch sein Trainingsziel. Wunderbar. Dafür lernt er dann 83 die Sprungkraft. Also der ist auch schon so weit, dass der Wahnsinn, wie wir den gepusht haben. In Jena haben wir den noch als günstige Alternative so just for fun geholt. Zweite Mannschaft stellen wir gerade mal auf. Sortieren das hier. Das können wir gerade auch mal in der ersten Mannschaft sortieren. Dann kümmern wir uns schnell noch um die Taktik. Bret Spielmacher, Lacazette Sturmtank. Wir kümmern uns um Bas Dost. Son de Bruyne, Boateng, hat sich auch ein bisschen was getan bei Wolfsburg und hier müssen wir einiges tun, sehe ich gerade. Okay. Einiges tun, aber leider scheint da jeweils immer kein Ersatz zu sein. Das ist natürlich doof. Das ist doof. Hier können wir Tellio reinbauen, das ist super. Herbert Hütter, der hat schon ein Trainingsziel, das ist auch super. Er hat alles auf 63, also der könnte nach oben gehen, recht schnell. Der Herbert. Da ist ein guter Junge, der Herbert. So, Freunde. Wer bietet sich hier an? Der, dessen Vertrag läuft aus, aber der hat nur eine 55, also dem würde ich ungern in die zweite Mannschaft nehmen. Jonas Ahrweiler hat eine 57, den schon eher. Vor allen Dingen sehe ich da mehr Potenzial drin als bei dem anderen. Der ist ja jetzt schon ein Jahr bei uns oder zwei hier, der Consili, und hat sich kaum verbessert. Deswegen würde ich sagen, dem für nächste Saison schon mal was vormerken, damit den uns keiner wegkauft. 350.000. Erste Mannschaft sagen wir, aber er wird zweite Mannschaft spielen. Ansonsten braucht man hier noch keinem einen Vertrag anbieten. Und hier ändert sich auch noch nichts. Du kannst weg. Und wir haben jetzt doch einen bekommen, der neu dazu ist. Bist du das? Ja, du bist das. 70. Du kannst auch links außen mal komplett leeren, würde ich sagen. Dann bist du da ein bisschen flexibler. Und wirst öfter spielen. So, aber ansonsten sieht der doch ganz gut aus. Auch wieder ein vielversprechendes Talent. Da haben wir uns doch wieder einen guten geholt. Wahrscheinlich auf links außen einsetzen, ne? Bakali kümmert sich erstmal um dich. Und dann haben wir das doch super. Unsere Jugendarbeit ist wieder ausgezeichnet. Gut, das Wolfsburg-Spiel, wie gesagt, dann erst im nächsten.
in der nächsten Aufnahme, im nächsten Part. Um Koch kannst du dich leider nicht kümmern. Stärker werden. Gut trainiert. Wir kümmern uns jetzt erstmal nur hier um die erste Mannschaft. So, gib im Training alles, Brett. Shawcross, gib im Training alles. Muss ein bisschen mehr kommen, wenn du spielen willst. Ja gut, Detti wird es schwer haben, aber ich finde, es gibt Schlimmeres. Hat seine Dienste gemacht, wurde ein Jahr lang gefeiert. Jetzt sind halt andere dran. In der Champions League braucht man halt diese Kaliber wie ein Lacazette. Das muss sein, wenn wir jetzt in der Bundesliga bestehen wollen. Vidal in ausgezeichneter Form. Ein 78 mittlerweile. Den haben wir sehr gut aufgepäppelt. Dafür, dass der nur für 5 Millionen gekommen ist. Tottenham hat 34 gezahlt. Und jetzt haben sie den so günstig an uns abgetreten. Da ist der Wahnsinn. Ich kann es immer noch nicht glauben. Und ich habe daran nichts gecheatet, gesonstiges. Das war einfach purer Zufall, Härte, gut, Flexibilität, ehrgeizig, Temperament, Publikumsliebling, Teamplayer. Das ist eine richtig solide Mischung. Und Khedira mit einer 78, den wir von Dortmund bekommen haben, für 6 Millionen, ist auch nicht so schlecht. Ein Nationalspieler-Weltmeister, den können wir auch gut aufpäppeln für unsere eigene Nationalmannschaft, wo demnächst wieder ein Spiel ansteht. Das ist also alles nicht so schlecht. Da haben wir den nämlich zuletzt immer außen vor gehabt. Gucken, was jetzt dann kommt. Zurückgetreten sind einige, aber davon braucht man, glaube ich, keinen. So ein Lahm wäre natürlich toll. Er hat zwar gesagt, er ist hier wieder da, aber der wird gleich hier nicht auswählbar sein. Das kann ich euch versichern. Ich nominiere gerade nochmal die 11. Dadurch, dass der Part jetzt hier erstmal der letzte ist, kann ich das ruhig machen, würde ich sagen. Wir fangen an, Torwart. Na komm, mach mal nur vollgescoutete Spieler. Neuer, Zieler und Flachhodimus würde ich gern in die Nationalmannschaft berufen. Ja, natürlich ist das mit Vereinsbrille. Was denkt ihr denn? Dani da Costa und Eihahn. Und auf links hätte ich gern Toljan. In der Innenverteidigung, ich sag ja, Lahm war nicht anwählbar. Boateng, Hummels, Hövedes und Bartstuber. Keiner von uns. Im defensiven Mittelfeld ist Semi Khedira und Knoche. Geis hat es leider nicht mehr geschafft. Im rechten Mittelfeld Müller und Hahn. Im linken Mittelfeld Dorm. Dafür Toljan wieder raus. Zentral Groß, Schweinsteiger, Gündogan. Can wäre auch so ein richtig geiler Spieler, ne? Den muss ich gleich nochmal anfragen. Volland und Arnold nehmen wir mit. Beide bei Bayern. Reus und Schürrle. Özil, Götze, Draxler. Maximale Anzahl nominiert. Okay. Dann Knoche raus. Hahn raus. Arnold raus. Traxler rein. Afdijay ist noch nicht so weit. Gomez rein, Lasogga rein. So, das ist unsere Nationalmannschaft. Einbürgerung. Haben wir da schon jemand Neues? De Simone. Mhm. Ich hätte gern hier so im Dreierbereich, wäre das optimal. Also De Simone würde ich gern. Das ist ein Talent für die Zukunft. Ansonsten weiß ich nicht. Machen wir hier Vierer Talent raus. Regotta nehmen wir einfach mal mit und Joselu können wir beide nicht gebrauchen, aber bevor sie für andere Nationen spielen, können sie bei uns verschimmeln. Das ist ein gutes Motto, wa? So,
Jetzt will ich hier doch tatsächlich noch mal gucken, ob der günstig ist. Ich glaube es ja nicht, falls wir den überhaupt kriegen. Der Emre Can. Wir könnten den holen, aber der wäre scheiße teuer. Also unter 25 Millionen geht da gar nichts. Ich frage einfach mal an. Ich glaube nicht, dass wir den kriegen können. Aber gut. Müsste ich vor allen Dingen gar nicht, wen wir dafür abgeben sollen. Geist will ich nicht abgeben. Gudetti können wir drüber nachdenken, aber der bringt auch nicht so viel. Gudetti können wir uns jetzt eigentlich von trennen. Ne? Der ist eigentlich sonst zu teuer als Bankwärmer. Und 17,5 Millionen können wir ganz gut brauchen. Koray Günther behalte ich dann lieber doch. Bevor der Gudetti bei uns versauert, ist, glaube ich, eine richtig gute Lösung. Ansonsten kann man überlegen, Jonas Hoffmann noch abzugeben. Der gefällt mir jetzt in den Einsätzen, muss ich sagen, nicht ganz so genial. Aber das können wir erst machen, wenn wir Januzaj bekommen haben. Wobei wir dann vielleicht, Januzaj ist jetzt, na gut, der kann auch rechts außen, den kann ich das gut beibringen. Aber dann ist der halt deutlich schwächer. Aber das kriegen wir schon hin. Komm, Gudetti, du darfst nicht aufgestellt werden, das fangen wir gar nicht erst an. So. Der Can, der wäre Bombe, ja. Nur einbauen könnte man den in der ersten Mannschaft noch nicht. Der würde halt erstmal zweite Mannschaft spielen. Jetzt geht der Part schon so ewig lang, bestimmt eine halbe Stunde, und ich habe ne wirklich nicht viel gemacht. Aber so ist das halt. Dafür können wir uns im nächsten Part freuen, wenn es dann heißt Bundesliga-Auftakt gegen VfL Wolfsburg. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr Fußballmanager 13 sehen wollt. Und ja, ansonsten Tipps und Wünsche gern in die Kommentare schreiben. Könnt auch gern Feedback ziehen zu unseren Transfers, die wir getätigt haben. Ich denke, jetzt ist es ja sehr offensichtlich, wo wir hinwollen. Wie gesagt nochmal, man darf mich jetzt gerne angreifen, dass ich viel Geld in die Hand nehme. Das ist aber meine erste Saison, in der ich viel Geld in die Hand nehme. Also mehr Geld, als ich durch Verkäufe einnehme. Aber ich finde, dadurch, dass wir Champions League spielen, brauchen wir wirklich einen besseren Kader, damit wir auch in der Bundesliga noch weiter glänzen können, und einen breiten Kader. Und den haben wir jetzt fast schon gegeben. Könnte noch ein bisschen breiter sein, aber dazu fehlen halt die Finanzen. Wir kriegen von unserem Investor kein Geld in den Rachen geschissen, also können man sich das Kommerz sparen. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr trotzdem kritisieren wollt, macht es durch. Ich habe meine Gründe oft genug erklärt, warum ich was mache. Und ja, wer trotzdem dagegen ist, der soll es halt sein. Und in diesem Sinne, wenn es euch gefällt, Daumen nach oben. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, Abo dalassen. Und wir sehen uns im nächsten Part dann zum Wolfsburg-Spiel. Bis dann. Ciao, ciao, euer Heel Fakti.